sind wir jetzt Partner, abgeschlossen. Wie der Phönix aus der Asche, der liebe Lincoln. Consigliera, Geldeinzahlung, Bargeld von unterwegs, die Consigliera. Du kannst die Consigliera anrufen, damit sie dein Geld abholt und aufbewahrt. So verlierst du es nicht, wenn du getötet wirst. Sobald du die Consigliera verbessert hast, sammelt sie auch deinen verfügbaren Kickback ein, wenn du sie anrufst. Also eins muss ich halt im Spiel wirklich lassen, ne? So schäbig wie ab und zu die Grafik wirkt, aber wenn ich es eigentlich ganz okay finde, so in die Cutscenes, wenn man jetzt nicht zwingend auf die Haare oder sowas achtet, sondern so nur mal so vom Gesicht her finde ich es eigentlich ganz okay. Aber die Story selber ist eigentlich schon ganz interessant und die Cutscenes sind eigentlich ja schön, also zumindest von der vom Inhaltlichen und vom Ablauf her eigentlich schön gemacht. So, was müssen wir jetzt eigentlich überhaupt treiben hier? Schmugglerware. De Marco ist mit Vito eng befreundet und würde alles tun, um ihn wieder an die Spitze zu bringen. Rede mit Conny De Marco. Soll man noch. Ja, dann. Düsen wir dahin. Oder hätte ich nur mit der Cassandra reden sollen, nicht, oder? Rede mit Conny Di Marco. Nee, das passt schon. Hat alles hingehauen. Jetzt könnt ihr eigentlich die Waffen nur zumindest schauen, was da noch alles die Daten liegt. Aber wobei. Mir würde das ja eigentlich sogar reichen, wenn die mir einfach im ganzen Spiel nur die Pistole geben und ich pistel mich dann dadurch. Ja, ich pistel mich dadurch. Finde ich im Prinzip bei das Auto gar nicht so uncool. Was ist das da an der Seite gleich nochmal? Gewerkschaftserpressung. Joke fällt es schwer, dir zu vertrauen, aber seine Loyalität den Dockarbeitern gegenüber lässt ihm keine Wahl. Nachdem ich das jetzt halt erstmal übersehen gehabt habe, weil das andere uns als aktuelles Ziel gleich vorgeschlagen worden ist, dachte ich jetzt aber trotzdem sagen, machen wir das zuerst, weil das direkt bei uns ist. Komme ich da rein? Mann, der Grätzer! Wie du sagst, man kann sich auf dich verlassen. Vito hat gesagt, du erwartest mich. Hast dir lang genug Zeit gelassen. Ich bin Jorge Blanchard. Vito behauptet, du kannst diesen Schlamassel richten und du schaffst uns Arbeit an unsere Jobs wieder. Vielleicht. Kommt auf deine Infos an. Hab früher an Vitos Mann Andy Toretto abgedrückt, um Gewerkschaftsarbeit zu kriegen. Aber jetzt lässt dieser Idiot von Greco Andy höhere Beiträge aus allen rausquetschen. Wenn du nicht zahlst, kriegst du keine Arbeitsgenehmigung. Die arme Sau muss sogar Grecos großmäulige Kumpel zum Abkassieren einsetzen. Dieser Greco scheint ein richtiger Scheißtyp zu sein. Du hast ja keine Ahnung. Obendrein muss Andy die Genehmigungen unter Verschluss halten. Wenn damit irgendwas passiert, das kann ich dir sagen, dann wird hier gar nicht mehr gearbeitet. Mal sehen, was ich aus Tourettes Leuten rauskrieg. Toretto hat den Laden fest im Griff, aber du solltest in der Lage sein, ein paar seiner Jungs auch. Die Dockarbeitergewerkschaft mag kein großer, nobler Betrieb sein, aber sie ist zuverlässig, solange die Leute arbeiten wollen. Bitte entschuldigen Sie. Also, dann war das jetzt gar nicht so verkehrt, dass ich das zuerst angewählt habe. Aber war jetzt im Prinzip nicht ganz so wichtig. Deswegen. Fahren wir jetzt zu unserem eigentlichen Ziel. Zum lieben Conny De Marco. Auf die Seite. Zeuge, ruft die Polizei. Nein! Die Bullen müssen so schnell wie möglich herkommen. Es kommen Meldungen
Vorurteile über eine Fahrerflucht in River Row. Ja, die werden uns aber nicht mehr kriegen, ne? Das du wirst nicht kriegen. Das du wirst nicht kriegen. Wie folgen? Was kann ich mit dem machen? Jetzt schauen wir erstmal daher. Außer das war jetzt halt eminent wichtig. Aber hier ist ein Schild mit Keep Out. Was uns nichts bringt. Wichtige Info. So, wo geht's jetzt da lang? Vito schickt mich. Du bist Conny, ja? Yep. Conny DeMarco. Hab für Vito ein Auge auf den Schmuggel. Roy Thibodeau ist jetzt zuständig und es läuft richtig scheiße. Warum hat Greco ihn nicht fallen lassen? Wenn's nach ihm ginge, würde er Roy hochgehen lassen. Huch, da war auf einmal kurz die Karte weg. Greco hat Roy nicht ausgesucht, was ihn zur Zielscheibe macht. Trotzdem, Roy versucht von Kuba aus den üblichen Schrott zu verkloppen. Zigarren und Rum. Scheiße, man sagt, die verkaufen sogar Medizin und so ein Zeug an die Kubaner. Greco hat also Stress. Greco dachte wohl, sein Onkel Sal würde nicht so hart mit ihm umspringen. Jetzt macht er allen Druck, auch Roy. Wenn das Geschäft noch schlechter läuft, muss Roy selbst kommen und sich kümmern. Aber Roy hat ein paar Leute hier und da. Mit etwas Überzeugungskraft kriege ich schon was raus. Hast du schon einen von Roys Jungs geschnappt? Die reden bestimmt. Was Greco nicht begreift, ist, dass das nicht die Art von Arbeit ist, bei der Prahlerei dir hilft. So, so. Schmuggel mit Kuba ist nicht so schwer, wie du denkst. Solange man weiß, wie man es in aller Stille macht. Die denkt sich auch so. Stell ich mir mal eine Couch in die Einfahrt. Warum auch nicht? Kann ich mich zu dir setzen? Erstmal schnüffeln. Schnüffel, schnüffel, schnüffel. Tut mir sehr leid. Ups. Und die ist jetzt gleich tot, oder wie? Was kann ich mit der noch machen? Leiche fallen lassen. Oh Gott, ich rufe die Polizei. Ey, wieso rufst du jetzt die Polizei? Ich hab doch gar nichts gemacht. Was für ein Wichser. Schmuggelware. Störe die Schmuggeloperation, um die Roy Thibodeau ungeteilte Aufmerksamkeit zu sichern. Mit Roys Segen macht Roscoe in diesem lausigen Diner seine Deals, um die richtigen Arschlöcher zu bestechen. Und pass gut auf, der Inhaber ist ein rassistischer Penner, der richtig Ärger machen könnte. Das hört sich doch perfekt für uns so. Oh, da haben wir jetzt noch einiges zu tun. Aber ich brauche jetzt irgendwo ein Auto. Und das sieht halt einfach schon ziemlich demoliert aus. Die Reifen quietschen. Hallo? Ja, wir brauchen sofort Hilfe. An alle verfügbaren Einheiten. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Officer hat Verfolgung aufgenommen. Ja, da sind jetzt aber auch früh dran. Dann wäre nur eine schusssichere Weste gewesen. Aber das brauchen wir ja alles nicht. Muss ja nicht sein. So. Er hatte noch nie was für Rum. Dann soll sie ihn mit Soda trinken. Sag er, der kommt aus Kuba. Hast du nicht irgendwie das Gefühl, Roy abzuzocken? Wir verkaufen nur an was? Wieso? Hat jemand eine Waffe? Wow, oh, die schießen auf mich! Die schießen auf mich! Hau ab, hau ab, hau ab! Hau ab, hau ab, hau ab! Komm, halt dich, halt dich, halt dich. Adrenalin benutzt. Jetzt muss ich bloß schauen. Schnapp ihn dir. Ich muss bloß aufpassen, dass der Informant nicht abhaut. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ah, das habe ich gut gelöst. Du erzählst mir jetzt von Roys Schmuggler-Deals. Der Boss versucht, Medikamente für teures Geld nach Kuba zu schmuggeln. Ich weiß, wo sie verschifft werden. Anwerben oder töten, ne? Töten! Na, Ratte kannst du nicht trauen. Scheiße!
Stiehl oder vernichte die Medizinvorräte. Apropos Medizinvorräte. Alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Sehr gut. Da ist schon wieder so ein roter Wagen. Jetzt musst du bloß noch losfahren. Jetzt verfolgen wir den mal. Wenn das Auto vielleicht mal startet, ja. Fährt jetzt schneller. Töten. Ich glaube, den hätte ich jetzt vielleicht nicht berühren dürfen. Ich brauche Hilfe hier. Ich habe einen Wahnsinnigen am Hals. Es gab ein Tötungsdelikt in River Road. Oh. Falls sich eine Einheit in der Nähe befindet, könnte sie mal hinfahren und die Lage überprüfen. Okay, das nächste Mal was ist? Boah, dieses simulierende Fahren da. Erschieß diesen dämlichen Bastard. Eieiei. Eieiei. Mann, wieso habe ich den errempeln müssen? Ja, da steht, ich muss den jetzt töten, ne? Komm, fahr. Du bist geliefert! Nein! Nein! Nein, das ging jetzt wirklich. Aber ich habe kein Auto mehr. Verdammt. Aber wie ich den halt jetzt einfach noch gekillt habe. Wie das Auto in die Luft geflogen ist. Fahr. Und nochmal extra drauf. Busch! Nice! Also ich war mir so sicher, dass ich das jetzt verkackt habe. Aber im Prinzip ist er jetzt eigentlich nach Plan gelaufen. Ich sage ja, die Pistole, das ist einfach die Waffe der Waffen. Für was braucht man bitte ein ganzes Waffenarsenal, wenn man die Pistole haben kann? Das war jetzt eigentlich schon ziemlich geil. Oh, ich soll vielleicht dann wieder genau in den Ding da reinfahren. Weg. Was mache ich da jetzt, weil die wollen nur so blaue Pfeile sind. Das können ja eigentlich im Prinzip nur die Bullen sein. Jetzt geh doch auf die Seite. Kann ich da durchfahren? Mal schon, ja. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Jawohl. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Okay, dann rufe ich jetzt aber trotzdem nochmal schnell den... den Waffenhändler. Könnte ich Nachschub bekommen in River Row? Bin gleich da. Hallo. Irgendwas dabei, weil du brauen kannst? Jawohl. Ich muss jetzt wirklich los. Sag mir mal, was du hast. Ich brauche nämlich noch mal ein bisschen Munition für die Pistole. Hey Mann, wir haben eh so viel Geld. Das können wir uns ja locker leisten. Geh sorgsam damit um. Schau jetzt ab. Und dann büßen wir doch gleich mal. Im Prinzip können wir jetzt eigentlich den auch machen. Verbleibender Schaden 19.400. Aber leider habe ich halt jetzt nicht mehr mein cooles Auto. Deinesgleichen hat hier nichts verloren. Ich wollte mich jetzt eigentlich beim Auto verstecken. Das hier ist Sperrgebiet, Arschloch. Das war ich mega obvious. Noch zwei. Marina will die Babys. Deinesgleichen hat. Machen wir ihn fertig! Da! Schnappt ihn euch! Was zum Teufel ist los?
Hey! Mein Gott! Ich hab ihn hier drüben! Auf 12 Uhr. Die ganze Scheiße haben wir ihm zu verdanken! Auf geht's! Rennt! Rennt! Anzünden und werfen, Junge! Jetzt brennt es! Komm hier, du Wichser! Ich glaube, dass ich da dann gar nichts anderes mehr machen muss. Mein Hund wird deinen Kadaver lieben. Der feige Schisser ist abgehauen. Streiche diesen Bereich von der Liste. Aber was sind das da noch für komische Dreiecke? Ach, das ist... Ah, Fässer, die explodieren. Aber ich möchte eigentlich den einen noch schnell umbringen. Der müsste dann eigentlich eine Etage drüber sein. Oh. Damit wäre jetzt das hier schon mal geklärt. Kann ich dann jetzt eigentlich da trotzdem noch gegenschießen? Boah, aber nicht, dass das ganze Teil jetzt gleich in die Luft geht. Boah, ich weiß jetzt schon, das ist ein totaler Fehler. Aber ich gehe jetzt so weit weg wie möglich. So, und dann schießen wir doch da mal dagegen. Ah, okay. Das soll ich also machen. Ah, das sind bloß Kisten, ne? Was sind denn das? Ah, okay. Aber kann ich das jetzt gar nicht so kaputt machen? Mann, das ist mal wieder super vor dem Spiel. Wieso muss ich das jetzt kaputt schießen? Wieso kann ich das nicht einfach kaputt hauen? Achso, nein, die brauche ich ja gar nicht da. Schaden, Schaden, Schaden. So, das sieht doch gut aus. Ich glaube, ich muss das eigentlich so gründlich machen. Aber wenn man jetzt da mal drauf schaut, dann muss ich bei dem anderen bloß nur 6600 Schaden machen. Oder vielleicht muss ich das auch so gründlich machen, aber ich glaube jetzt mal nicht. Aber ich könnte jetzt nochmal Munition gebrauchen. Könnte ich Nachschub bekommen in River Row? Komme schon, nur einen Augenblick. Das ist wirklich cool gemacht mit dem Waffenhändler. Bin immer mit dem Riesenrad gefahren. Alles, was du siehst, kannst du kaufen. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Was ist da so das Beste vom Besten, was man kriegen kann? Aha. Oh, mit Dämpfer sogar. Blackburn. Elling 9mm, divers natürlich. Aber das Problem ist halt auch, wenn wir mir dann die ganze Munition verschießen, ne, und die Gegner haben dann nicht die gleiche Waffe wie wir, dann sind wir ja so weit, dass wir halt einfach keine Munition mehr haben. Und das ist halt dann nicht so geil. Wobei wir uns die eigentlich schon mal gönnen könnten. Ne? Aber jetzt halt gönnen wir uns erstmal nur kurz die Unser Deal ist abgeschlossen. Munition. Du weißt, wie du mich finden kannst. Und holen wir uns halt dann die Elling 9mm, wenn wir noch ein bisschen mehr Geld haben. So, wo muss ich jetzt hin? Genau. Mann, ich möchte wieder so ein cooles Auto haben. Oh, 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 der sieht doch gut aus, der sieht doch gut aus, der sieht doch gut aus. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. So. Ein guter alter GTA-Manier. Raus! Oh, ich glaube, dass der ein bisschen mehr PS unter der Haube hat. Bitte schicken Sie ein paar Männer hier runter.
Warum hat er einen geilen Sound? River Row als gestohlen gemeldet. Wenn jemand dafür Zeit hat, bitte mal hinfahren und die Sache klären. Was war das jetzt? Was ist denn da der Eingang? Oder ist der wirklich vorne? Das Problem mit diesen Erleuchten. Ah, okay. Aber ich hätte drüben schon irgendwie reingehen können, oder nicht? Ich will bloß schauen, wie ich das jetzt am klügsten mache. Wir müssen diesen Scheißkram hier rausschaffen. Ich habe ein mieses Gefühl dabei. Bruder, ist ja nicht so, als würden uns die Cops erwischen, wie wir Fernseher verdealen oder sowas. Nein, nein, die schnappen uns nur beim Schmuggeln von Medikamenten, die wir der verdammten Wohlfahrt geklaut haben.